Hier haben wir den MCA, auch der bei Lidl, wie gesagt, den habe ich ja schon ein Modell davon. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Happiness Overload heute bei mir am Start, denn wir drehen nicht nur eins eurer Lieblingsformate, sondern auch eines meiner Lieblingsformate. Wir drehen heute einen Shopping-Vlog. Es wird wieder Zeit, Abschreibposten zu kreieren, deswegen wird heute wieder Geld gespendet. Passend dazu nicht nur das Outfit im Represent-Style, denn heute haben wir einen Bildungsauftrag. Wir repräsentieren heute die Wiener Fashion-Szene. Ganz ehrlich, wer könnte das besser als euer Lieblingswahl-Wiener? Maximilian. Aber Wien hat mehr zu bieten, zum Beispiel meine Upcoming-Modemarke M&M, liebe Freunde, im September ist es soweit, also seid auf alle Fälle gespannt. Das absolut nice ist, in Wien hat gerade ein ganz neues... Halt dein Schnauzen, okay, wenn ich ein Video... Ganz frisch geöffnet, jetzt am Samstag erst, ein Store im ersten Bezirk, der nicht nur Schuhe anbietet, die ich in mühsamster Art und Weise von unterschiedlichen Seiten gekoppt habe, sondern auch gleichzeitig eine upcoming Modemarke Deux Amis präsentiert, die ja meinem Bruder gehört, die auch diesen Shop eröffnet haben. Und da werden wir heute einfach mal reingehen, schauen, was dort so gibt und ein bisschen stöbern. Übrigens, mein Outfit, Freunde, plus eine Impression des heutigen Tages findet ihr auf meinem Instagram, MaxOBMI. Schaut auf alle Fälle vorbei, wer da nicht am Start ist, verpasst die ganzen Little Stories. Wie ihr mich kennt, habe ich natürlich heute keine Kosten und Mühen gescheut, um da heute standesgemäß fortzufahren. So, nach einem Sturz, mehreren Schweißausbrüchen und zwei beinahe Kollisionen mit Bus und Taxi muss ich nicht nur saudringend aufs Klo, sondern bin mittlerweile auch schon im ersten Bezirk angekommen. Freunde, ihr kennt diese Straße. Das ist die Kärntner Straße. Hier waren wir schon öfter für Videos, Hype ist nach erfundenen Modemarken befragen. Wir sind heute nicht nur zum Scheiße labern da, auch, aber unter anderem auch, um zu sehen, was es hier modisch so zu bieten gibt. Deswegen, gar nicht mehr länger labern, da drüben ist es schon. Das Coole ist, Freunde, hier haben sich zwei Babos aus Wien zusammengetan. Zum einen die Modemarke Deux Amis und die Pros im Sneaker-Reseller-Business. Die haben so circa jeden Schuh am Start. Ich glaube, man kann auch Haare schneiden da drin, also circa alles ist vertreten, da kann man alles machen. Ich würde jetzt sagen, man erkennt den Store am Supreme-Sessel, aber ich nehme an, der steht nicht immer heraus. An diesem schwarz-rosanen Ding könnt ihr dann draußen schon lesen, Deux Amis und Official Syrup. Hier sitzt der Boy von Official Syrup. Wer kommt denn da? Ist das der Hardy? Was geht ab, du kleinen Spaßfreund? Bruder! Sehr schön. Der Store-Besitzer, der Grüß Mann Gott. Der Stunde ist auch schon da. Ich freue mich mega, dass ich heute dir Geld ausgeben darf. Endlich. Das ist eine super Sache. Und ich würde sagen, du führst uns einfach mal rein, Mama, oder? Mama, ich gehe dir nach. Also, lieber Hardy, hier kommen wir rein, jawohl. Welcome! Welcome! So, wer bist du? Ich bin der Daniel. Hallo Daniel, servus, grüß dich. Das ist der Daniel. Also Freunde, das ist der Daniel. Wer ist das? Ratet jetzt mal in den Kommentaren, wer der Daniel. Jetzt habe ich schon verraten. Der Daniel. Ich glaube, den kennen wir auch schon. Ich glaube, der heißt. Super. An dieser Stelle drehen wir gleich mal die Musik ab, sonst kann ich das Video nicht monetarisieren. Ich würde sagen, ich quatsche nicht länger rum. Machen wir mal eine kurze Montage, damit ihr seht, wie es da herin eigentlich aussieht. Ist das der Daniel? Jetzt in die Kommentare, Hashtag Hallo Daniel. So Freunde, ich schwitze jetzt schon wie eine Sau, aber nicht weil es der Herrin so heiß ist, sondern weil es der Herrin so lit ist, na sicher. Sekt gibt's keinen, das ist schon mal ein Minus. Sorry. Aber dafür gibt's Corona. Die ersten freundlichen Käufer sind auch schon da. Seid ihr in der Maximilian Army? Seid schon da, alles. Was geht, Bratan? Und wie viel Kohle haben wir mit? Genug. Also Freunde, ich glaube, die genaue Unterteilung hat man jetzt eh schon gesehen. Wir haben auf der linken Seite die hottesten Sneaker in the game momentan. Und auf der rechten Seite haben wir den heißesten Scheiß, den es momentan in Wien zu kaufen gibt. Deux Amis. Schau, wie sich die ganze Zeit hinter mir in die Kamera dreht. Hallo! Hallo Daniel! Geht, ja? Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich bin's, der schwarze Maximilian. Ja, ich bin heute im Store und... Ich bin zwar nicht der Maximilian, aber er hat seine Kamera vergessen. Ich geh jetzt ins Gym. Was ist der heute ins Training? Ich hab einen Booster genommen, der fetzt wieder so einer. Bist du die? Der hat seine Kamera vergessen. Machen wir jetzt ein Spontan-Video. Entweder wir löschen seine Videos. Oder wir verarschen ihn auf höchst provokante Art. Oder wir machen es einfach. Wir tun einfach ihn interviewen. Ja, noch besser. Ah, schau, sie kommen schon. Wir können eigentlich schon auf sie zugehen. Eigentlich. Ah, mega. Warte, wie dreht man das um? Einfach zuklappen, dann dreht sich der Bildschirm automatisch um. Hallo! Grüß Gott, wie geht's Ihnen? Was ist
YouTube-Video? Ja! Oh, darf ich da dabei sein? Gerne, gerne. Du bist die Leuchtkugel. Okay. Hallo. Du bist? Maximilian nennen sie mich. Bist du Hunderbesitzer? Ja, voll. Dobermann, das sind die zwei Prinz Markus da bei mir. Ja, Leibanz. Na was? Dann gehen wir mal rein. Ja, ich habe ein paar Fragen. Was du so sagst? Na sicher. Ist das da dein eigenes Tor oder was? Habe ich gehört, ja. Ah, okay. Relativ klar, gell? Ja, du, teuer ist im ersten Bezirk. Na passt, ich muss weiter, gell? Gut, nachdem wir getränkemäßig versorgt sind, würde ich sagen, wir fangen mit dem fröhlichen Shoppen an. Ich würde sagen, Leute, wir beginnen zuerst mal mit Deux Amis. Wir haben ja schon einiges hängen von Deux Amis. Das sind die letzten Kollektionen von euch, gell? Ganz genau. Du kennst dich aus, bitte komm ruhig einmal zu mir. Was kannst du uns da heute so zeigen? Was gibt es alles von Deux Amis? Stell den viermal ab. Nein. So, da hier haben wir die Ladies Collection. Wir haben sehr viele verschiedene Prints. Deux Amis Racing Team, ich sehe schon, das ist ein 3D-Druck. Okay, genau. Nice. Auch die ganzen Details, die wir jetzt haben bei den neuen Kollektionen. Verschiedene Druckarten, die sich gemeinsam. Preismäßig sehe ich schon 79 Euro für ein Shirt. Ganz genau. Ihr habt meine Größe in Large hoffentlich hängen. Wenn nicht X-Large mittlerweile, aber wir versuchen es mit L mal, ja. Ja, dann würde ich sagen, ich bereite ein paar Sachen vor. Du haust dich in die Kabine. Kabine, Patti. Ja, lass mich zuerst mal schauen, was mir so persönlich bitte gefällt. Also ich finde vom das habe ich ja schon in schwarz, den Hoodie. Das finde ich auf alle Fälle mal nice. Das ist auch large. Ich glaube, das werden wir zuerst einmal anprobieren. Schau mal, ob das fittet. Ah, super, danke. Mega. Ich finde es nice. Also so vom Ton her, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist nicht ganz der Ton, aber ich würde es. Aber schau dir mal den Spiegel an, würde ich sagen. Ich würde es genauso anziehen eigentlich. Auch vom Schnitt her finde ich nice, dass die Ärmel auf der Seite so rauskommen. Würde ich auch genauso mit dieser Kombi tragen eigentlich. Finde ich nice. Spruch Nummer 1, kennt eh schon jeder, kann man schon mal einpacken. Gerne. Weiße Shirts vom Sommer natürlich genau perfekt mit Schwarz. Schaut es mir an, das schwitzt wie ein Drecksack. Vom Schnitt her sind die Shirts, glaube ich, alle gleich designt. Also es hat diesen klassischen Oversized Fit. Ja, wir machen da mal zu. Ihr seid aber noch vor, ja? Sorry. Wie gesagt, weiße Shirts immer Bombe. Ich finde das relativ schlicht. Also wir haben hier nur einen Deux Amis Aufdruck. Glaube ich, vom Schnitt her sind es gleich, gell? Genau. Dann würde ich sagen, einmal in Large. Kann man schon mal einpacken, danke. Und einmal ein Large gibt es leider nicht mehr, so laut, mein Lieber. Okay, kann man schon wieder zurückhängen, danke. Dann würde ich schauen, ja, würde ich sagen, schauen wir da mal rein. Das habe ich gedacht, ja, das bist du. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Kebab-Stangl. Oder bald kommt der Winter, also... Winterdienst! Haus, Betreuung und Winterdienst GmbH. Na super. Hat das ein bisschen was mit Kokain zu tun, oder? Ah, jetzt Schnee, ja. Ach so. Ich glaube, das haben sie in Ibiza auch angehabt. Hoodie-technisch, ja, ich würde jetzt keinen Hoodie anziehen, weil man so schon alles ausdrückt an Schweiß. Aber auch hier gibt es natürlich nice Sachen. Hier haben wir diese klassischen Bänder, wie wir es beim Verzollt-Hoodie auch schon haben. Das ist der gleiche Schnitt, oder? Ganz genau. Ich habe mein Auge schon auf dieses Shirt hier geworfen. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber was meinst du, wenn X-Large? Einmal so richtig oversized. Immer so mal, für was gibt es die Kabine? Okay, das wäre der Fit in X-Large. Kannst noch 2 Kilo zunehmen, das passt noch. Also. Ich finde das Schnitt Bombe. Also der Schnitt ist ein bisschen anders, oder? Als das vorige Shirt. Leicht, ganz genau. Ja. Da, von der Weite her. Voll, ich würde da eigentlich gar nicht, ich würde das gar nicht in Large nehmen. Ich finde den X-Large eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Das ist jetzt auch verbilligt, gell? 49 Euro. Ganz genau, ist im Sale. Also die erste Kollektion ist jetzt im Sale, also super, das passt auch aus. Der ersten. Ja, super, da sparen wir ein bisschen Geld. Na sicher. Gut, Harald, ich würde sagen, nehmen wir schon mal einpacken. Passt. Gut, schauen wir da weiter. Kappe, um die Haare zu kaschieren, oder bist du ja nicht der Justin Bieber? Wieso meine Haare kaschieren? Du, Bad Hair Days gibt's immer wieder. Gut, das war von diesem Shopping-Vlog. Ich kaufe da sicher nichts herin. Tschüss, danke für nichts. Findest du gut? Gut, wenn der Harald sagt, das ist gut. Oder Military, die Army mit der Hose. Stimmt eigentlich, gell? Dann, nachdem wir die erste schon angeschweißelt haben, setzen wir die zweite gleich mal auf. Ja, kann man schon mal einpacken. Danke. So, auf wie viel sind wir jetzt schon? 400 Euro oder so? Knapp 250. 250? Bitte, dann können wir noch ein bisschen was ausgeben, oder? Was sagt der Daniel? Bin ich dabei. Alter Daniel, was haben wir dann noch so hängen? Ich finde das ganz nice. Erinnert mich etwas an Vietnam, muss ich sagen. So leicht mit diesem. Ah, da haben wir aber die Österreich-Flagge, gell? Seeflagge sogar. Als stolzer Patriot sollte ich mir das auch nehmen. Haben wir das noch in L? Da muss er in seine Zauberlade nachschauen. Ja, super. Gut, aber aus. Nehmen wir nicht, dann nehmen wir uns stattdessen noch eine Kappe in Schwarz. Passt, finde ich leer. Das war's auch schon wieder. Gell? Der Rest ist leider ausverkauft bei Deux Amis. Aber den Link habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt. Oder ihr kommt einfach vorbei. Wo sind wir denn in der Krugerstraße? 10. Oh, das ist ein Service. Hallo Daniel. Damit sind wir mit der ersten Hälfte, mit der Deux Amis Hälfte durch und mit den Klamotten durch.
Deswegen geht es jetzt zum weiteren spannenden Teil über. Wir schauen zu den Sneakers von Official Syrup. Ich habe übrigens auf Ehrenbruder-Basis natürlich nochmal Official Syrup und Döser mir unten in der Infobox verlinkt, weil ich ein Gönner bin. Hier sind nämlich wirklich einige richtig leihende Treter am Start. Ich habe mal, ja, 1-2000 Euro werden wir heute schon ausgeben, aber ich werde mich für ein Schuhpaar entscheiden. Wir werden uns mal meine Favorites heraussuchen und ihr könnt dann schon mal in den Kommentaren raten, welche Schuhe es am Ende sein wird. Was? Hashtag Bitcoin Money. Hashtag Hallo Daniel. Mein erster Favorite ist nicht dieser hier, er ist nämlich absolut hässlich, da lacht er, gell? Sondern der hier. Also ich möchte mir unbedingt wieder mal einen cleanen schwarzen Schuh kaufen. Da wird sich der eigentlich am perfektesten anbieten. Der Air Force Low in schwarz, das wäre so also ein richtig nicer Basic Schuh, das wäre mein Favorite Number One. Vielleicht wird's der. Der wird's fix nicht. Keine Ahnung, ich feiere einfach diesen Yeezy, ich fühle den einfach nicht so. Da finde ich den Pirate Black um einiges geiler. Aber der ist natürlich weg, ja? Den haben's geflattert. Da haben wir schon einen Pro am Start. Servus. Servus, ich bin der Benny von Zero. Servus, der Benny von Zero. Hallo Daniel. Hier habt ihr einige nice Schuhe stehen. Vielleicht magst du uns so ein bisschen herumführen, was wir da alles am Start haben. Dadurch, dass ich schon am Klo war, habe ich auch das Lager gesehen und da stehen wirklich 200 Kartons oder so herum. Ja. Die haben schon ein bisschen was da. Also wenn ihr einen Schuh wollt, dann ist die Chance relativ hoch, dass sie den auch in eurer Size da haben. Das ist mit einer Size von 43 natürlich relativ praktisch für mich, weil die habt ihr vermutlich immer, gell? Ganz genau. Hallo Daniel. Ich habe auf der linken Seite schon durchgesehen. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, wir schauen mal auf die... Könntest du ein bisschen die Goschen holen? Ich würde sagen, wir schauen mal auf die mittlere Seite und wir sehen da oben schon, ja, Travis Scott, oder? Travis Scott, natürlich nicht jeder kann sich sowas leisten. Dementsprechend schauen wir auch, dass wir in allen Preisklassen was haben. Also okay, nice. Aber der hat momentan einen Preis von 1200? Der jetzt in einer 44 würde zum Beispiel 1950 Euro kosten. 1900? Gut geschätzt. Oh mein Gott. Also mit 1200 war ich da weit gefehlt. In meiner Größe 43 habt ihr den auch da? Ja. Ja? Und was kostet der? Kann ich dir gleich nachschauen. 43 kostet der stolze 2500 Euro. Okay, Freunde, in meiner Größe haben sie ihn leider nicht mehr da. Den haben wir schon zu Hause stehen, das wisst ihr. Der ist absolut nicht mein Fall, also keine Ahnung, das ist Geschmackssache einfach. Geschmäcker sind verschieden, manche haben keinen. Hier unten haben wir den Air Max in schwarz. Wie ich schon anfangs gesagt habe, wäre der auch ein Schuh für mich, weil ich einfach wieder mal einen cleanen schwarzen Schuh brauche, der zu jedem Fit passt. Ein Air Max wäre natürlich eine Möglichkeit, in schwarz zu nehmen, weil auch der Schuh passt eigentlich ganz gut zu jedem Outfit. Welcher Schuh mich auch reizt, das ist der Sakai und der steht da drüben. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Sakai, beziehungsweise ein Sakai Nike. Der Sakai ist ein japanisches Modelabel, die darauf spezialisieren, dass sie so ein bisschen was Verrückteres machen, teilweise auch eben klassisch und Street-Style-mäßiges zusammen. Das ist eigentlich ein Hybrid sozusagen. Das waren eigentlich zwei Schuhe, die übereinander gelappt worden sind. Doppelzunge, Doppel-Nike-Swoosh, Doppelsohle. Also doppelt so lit eigentlich. Ja, also mindestens. Ihr habt sie auch in einem anderen Colorway da oben. Ich persönlich finde aber den ziemlich, ziemlich nice. Habt ihr den in 43 da? Ja, klar, natürlich. Cool, und was kostet der? Der kostet... Also, Freunde, ein Limit von 2000 Euro habe ich mir gesetzt. Oh, da ist die Schatztruhe. 43 kostet ja 659. Wäre eigentlich im Budget, also kommt in Frage. Aber welcher Schuh mich halt die ganze Zeit anlacht, wo ich aber genau weiß, der ist einfach nicht im Budget, ist der Schuh hier oben. Ah, MCA. Ich nehme an, den habt ihr nicht in allzu vielen Größen. Nee, hier aber wir haben natürlich einen 43 dran. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, okay, und wie viel kostet der? Der kostet in der 43, da kann ich den bereits schon auswählen. 3200 Euro. Also sie haben ihn nicht in meiner Größe da. Okay, 3200 Euro, warum ist der so teuer, weil es nur 5000 Stück davon gibt, stimmt's? Ganz genau. Cool, Freunde, das sind die Schuhe, die in meiner engeren Auswahl stehen. Wir haben zum einen einmal den Air Force in schwarz. Der wäre eigentlich ganz lit, ich habe den ja in Neongelb, also der wäre eine Überlegung wert. Der Air Max in schwarz wäre auch nett, aus bekannten Gründen. Warum? Ja, aus Gründen. Hier haben wir den MCA, auch der bei Lit, wie gesagt, den habe ich ja schon ein Modell davon in Neongelb. Der Sakai, den ich persönlich wirklich auch extrem lit finde. Beim ersten Mal muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, aber nachdem ich ihn öfter gesehen habe, der Klassiker, hatte mir wirklich schon sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich auch der Jordan. Ihr habt in den Kommentaren schon geraten, hoffentlich, wenn nicht, dann jetzt nochmal kurz Zeit, welchen Schuh ich nehmen werde. Ich werde das jetzt einfach im Ausschlussverfahren machen. Ich werde diesen Schuh nicht nehmen, weil ich ihn schon in Neongelb habe und dann habe ich irgendwie das Gefühl, als würde immer die gleichen Schuhe anziehen. Dementsprechend fällt dieser Schuh gleich weg. Er wäre schon nice, aber er ist mir keine 3000 Euro wert, wenn ich den in Neongelb habe. Das heißt, diese zwei sind schon mal ausgeschlossen. Wie ihr wisst, habe ich diesen Schuh bereits zu Hause, also fällt auch der für mich flach und wieder mal bleibt kein schwarzer Schuh für mich übrig. Jetzt haben wir diese beiden Modelle. Das eine Modell um 650, den anderen Schuh um 2200 irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach eine Münze entscheiden lassen.
Scheiß auf Münze, machen wir einfach Bauchentscheidung. 1, 2 und 3, es wird der Sakai. Richtig, ja, ein Schüttler rein zum Schluss. Den finde ich richtig nice, ist zufälligerweise auch schon meine Größe, oder? Nein, ist ein 44er. Bitte einmal in 43 kann man schon mal einpacken. Klar, Dankeschön. Jetzt würde ich das drin lassen. Okay, Freunde, der Ernst des Lebens beginnt. Irgendwann hat jeder Spaß ein Ende und man muss auch einmal ein bisschen Geld hergeben. Es wird Zeit zu bezahlen. Super, das funktioniert ja schon reibungslos. Wie viel macht's aus? Hallo Daniel. Gut, also wie viel macht's aus? 1050, aber weil du nett bist und dein Haarschnitt halbwegs akzeptabel ist, akzeptabel. Definitiv nein. Machen wir 1000, okay? Okay, danke Daniel. Danke dir. Du hast Rechnung, gell? Ich muss das versteuern. Dann schau's. Gut, Freunde, damit sind wir am Ende mit dem heutigen Shopping-Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch vielleicht gekauft hättet. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Alles verlinkt in der Infobox. Freunde, nicht vergessen, September, meine upcoming Modemarke MAM. Seid auf alle Fälle gespannt. Da kommen richtig litte Sachen. Und da müsst ihr euch auf jeden Fall was koppen und schnell sein, denn wer weiß, wie schnell das ausverkauft ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Shopping-Vlog war wieder mega. Das war's von mir, euer Maximilian. Wohin? Hallo Daniel.